Wir wollen ja heute so einen kleinen Rückblick machen auf das letzte Jahr, auf das Corona-Jahr, auf das, was alles hier so los war, was wir alle gemeinsam gemeistert haben. Ich sage mal so, immer die Anfangszeit war wirklich anstrengend, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt da. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, es war wirklich eine meiner schönsten Zeiten hier, weil das Team zusammengewachsen ist. Ich bin gerade hier im Haus mit dem Fahrrad vorbeigefahren nach dem Feierabend und dann hat mein Telefon geklingelt. Wir haben lauter Positive. Ich bin dann gleich abgebogen, bin hier rein und dann waren alle schon zusammengesessen, haben alles schon geplant, die Teamleiter. Ja, sind wir froh, dass wir die moderne Technik haben. Nichtsdestotrotz war es natürlich wichtig, die Dinge erst zusammenzuschreiben, zu formulieren. Wie können wir da unseren Weg finden, damit umzugehen? Ja, wir haben auch im Haus kontrovers diskutiert über die Maßnahmen, was halten wir für sinnvoll, was nicht. Aber für uns war klar, als Einrichtung haben wir Vorgaben und die wollen wir natürlich erfüllen. Und dann kam das Landesgesundheitsamt, hat uns allerdings ein großes Kompliment ausgesprochen. Da waren wir schon ein bisschen stolz, muss ich sagen, dass wir es für eine Behinderteneinrichtung, okay, ganz gut gemacht haben. Also ich könnte jeden einzelnen Namen heute vorlesen, aber wir haben uns gedacht, nachdem das ja seit letztem Jahr so ist, haben wir natürlich auch ganz kleine Kleinigkeit vorbereitet. Besondere Doppelbelastung, gell? Das ist ja nicht wie ein normales Jahr gewesen. Also wirklich, aber einen herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das Haus hat gesammelt. Das zweite Mal ist jetzt Papa, ne? Ja. Jawohl, das zweite Mal ist Papa. Kürzester Zeit, ja. Vielen Dank für deine Unterstützung. Jo, dankeschön. Und dir auch herzlichen Dank. Das machen wir jetzt auf kurzem Wege. Das ist Ihr Empfang. Ich bin heute Gast und wirklich ganz, ganz großartig. Ich bin richtig stolz auf Sie alle. Vielen Dank. Ich auch. Ja, für euch. Also ich glaube, es hat keiner von uns zu Hause jetzt da ein negatives Resümee ziehen können. Die Kinder sind zufrieden. Wir haben alle Spiele nochmal durch, die wir zu Hause haben. Wir haben die Hälfte der Bücher nochmal gelesen. Also war eine interessante Zeit. FFP2-Masken, nur 4,50 Euro das Stück, habe ich gesagt. Wow, das ist so günstig. Ja, lass es bleiben, ich kaufe woanders, aber sie brauchen doch Masken. Ja, egal. Es war ja schön, dass du dann überhaupt welche bekommen hattest, ne? Ja, da hat dann der Herr Düngel sich ins Zeug gelegt. Die ersten Masken waren geschenkt. Wir haben mit den Bewohnern viel Spaß gehabt, trotz der Umstände, dass wir nicht raus konnten. Das Team hat mega zusammengearbeitet, Hand in Hand. Das ist alles wie von alleine gelaufen eigentlich, trotz des Extremen. Und also wir sind halt krisenerprobt, das hat sich da eigentlich bestätigt, dass jeder weiß, was er zu tun hat.